Sissi und Karl schaffen es, die tosende Donau zu überqueren und kommen dem Waisenkind Hannal in letzter Sekunde zu Hilfe. Währenddessen sieht sich Helene in Schönbrunn schon als zukünftige Gemahlin von Franz. Als dieser ihr den Verlobungsstrauß überreichen will, betritt Sissi die Gesellschaft und macht Helenes Pläne mit einem Schlag zunichte. Sissi! Sissi? 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 Und hältst es schon nicht mehr ohne Franz aus. Was für ein schrecklicher Albtraum. Ich habe mit Franz noch immer im Ballsaal des Palastes getanzt und... Also da muss der Franz dir ja ganz furchtbar auf die Zehen getreten sein, wenn du so entsetzlich hast schreien müssen. Jetzt lass Sissi in Ruhe, damit sie sich anziehen kann. Papa wartet auf sie oben im Pavillon. Und ich denke, er hat wundervolle Neuigkeiten für dich. Die erste gute Neuigkeit ist... Wir haben Possenhofen zurück. All dieses Land gehört wieder uns. Ich habe es heute in der Früh von Graf Arkas zurückgekauft. Und das Ganze haben wir allein dir zu verdanken. Und Franz natürlich. Von ihm ist das Geld, das wir dafür gebraucht haben. Oh, ich bin ja so glücklich, Papa. Das bedeutet doch auch, dass du Franz nicht mehr böse bist. Ich kann doch meinem zukünftigen Schwiegersohn nicht ewig böse sein, besonders wo er sich als so großzügig erweist. Oh, Papa. Und die zweite gute Neuigkeit? Ich hole die Brauners zurück, damit sie sich um unser Land kümmern. Ich habe sie gefunden. Ist das wahr? Papa, das ist wundervoll. Wo sind sie? In Österreich. Hans Brauner arbeitet als Bergmann in Schwarzenbach. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder da bin. Das Wetter wird schlechter und ich möchte nur ungern in einen Schneesturm kommen. Papa, wir wissen immer, wann du weggehst, aber wann du zurückkommst, das wissen wir nie. Wirst du lange weg sein? Allerhöchstens bis morgen. Aber du hast recht, Sissi, bei mir, da weiß man das nie hier. Falls du zufällig doch schon vor meiner Rückkehr nach Wien aufgebrochen bist, ein kleines Andenken, damit du deine Familie nicht vergisst. Besonders deinen alten Vater nicht. Ach, Papa... Hier! Versprich dir, das erst zu öffnen, wenn du in Schönbrunn bist. Nicht vorher! Ich verspreche es! Franz! Franz! Komm schnell, die Rosen sind da! Die Rosen können nicht warten! Damit kann uns der Zirkus Fenster treten. Vielen Dank, Freunde. Ich verlasse mich auf euch. Der Pavillon muss heute noch fertig werden. Los, Bruderherz. Hoffentlich wird alles bereit sein, bevor Sissi ankommt. Es wird alles bereit sein, Franz. Ob alle bereit sein werden, Sissi willkommen zu heißen, ist eine andere Frage. Karl, musst du immer so schwarz sehen?
Wenn ich daran denke, dass Franz eine Kutsche nach Bayern geschickt hat, um diese kleine Wilde nach Schönbrunn zurückzubringen, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Glauben Sie mir, Eure Majestät, ich kann Ihnen das nachfühlen. Oh, wenn die Wahl von Franz nur auf Helene gefallen wäre, dann wäre alles um so vieles einfacher. Und ich wäre eine zufriedene Mutter und Schwiegermutter. Aber die können Sie immer noch werden, Eure Majestät. Vergessen Sie nicht, dass Elisabeth noch nicht verheiratet ist mit Prinz Franz. Noch nicht. Sie haben recht. Das Leben am österreichischen Hof kann schrecklich aufreibend sein für eine bayerische Bäuerin. Außerdem, Sie haben noch einen zweiten Sohn, der ebenfalls alt genug ist, um sich vermählen zu können. Ganz im Ernst, Franz. Glaub mir, du machst einen Fehler, Sissi so früh herkommen zu lassen. Vielleicht, Karl, aber sie fehlt mir eben sehr. Der Termin eurer Hochzeit ist noch nicht einmal festgelegt worden. Er wird es bald, glaub mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Mutter ist unberechenbar in ihrem Zorn. Du weißt, wie sie ist. Wenn sie mal einen Entschluss gefasst hat... Ich bin noch viel starkköpfiger als sie. Mach dir nicht so viel Gedanken, Bruderherz. Wenn Sissi hier ankommt, werde ich da sein und mich um alles kümmern. Und was ist mit Helene? Helene. Was soll schon mit ihr sein? Sie muss die Dinge einfach so nehmen, wie sie sind. Karl, Franz! Kann es sein, dass jemand meinen Namen gerufen hat? Ja, eigentlich nicht, Helene. Hier, die ist für dich. Oh, Franz, wie reizend. Folgen Sie mir, die Gemächer der Prinzessin sind gleich hier. Ich habe um 1000 Rosen gebeten. Ich hoffe, es sind so viele. 1000 Rosen für diesen Bauerntrampel? Das ist einfach lächerlich. Oh. Hier, Mama! Ich werde es euch zeigen. Zu einfach ist das. Der ist aber schön geworden. Sissi, glaubst du, du darfst im Park von Schloss Schönbrunn auch Schneemänner bauen? Das will ich hoffen, Toni. Und was glaubst du, Sissi? Wie oft am Tag wirst du dich auf Schloss Schönbrunn umziehen müssen? Und Sissi, wirst du da wirklich jeden Abend auf einen Ball gehen? Und lassen sie dich da so viel Kuchen essen, wie du willst? Oh, das weiß ich noch nicht. Du, Sissi, wenn du gehst, nimmst du mich dann mit nach Schönbrunn? Ich glaube nicht, Toni. Weißt du, das Leben am Wiener Hof ist bestimmt langweilig für Kinder. Jetzt kommt schon, ich bin ja noch bei euch, noch mindestens eine Woche. Oder vielleicht sogar noch Monate. Die kaiserliche Kutsche jetzt schon? Wie ist das möglich? Mama, Grete, ich kann meine hellen Lackschuhe nicht finden. Ach, Pucki, und dabei hat Sissi mir doch versprochen, dass wir zusammen durch dick und dünn gehen. Ludwig, Konrad, könnt ihr bitte noch Truhen bringen und beeilt euch. Franz wartet in Schönbrunn. Ich bin sicher, Pucki, irgendwann braucht Sissi uns in Wien, auch wenn sie es jetzt noch nicht weiß. Willibald, Sie können anfangen, das Gepäck zu verladen. Karl, mein Sohn, komm her. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Was? Ich? Mich um Helene kümmern? Zuvorkommen zu ihr sein? Ihr jede Laune nachsehen? Mutter, das kann nicht Ihr Ernst sein. Sehr wohl, Mutter. Ich komme Ihrem Wunsch nach. Grüß Gott, kleine Liebe. Mami, Mami, der Herzog Max! Mein Gott, der Herzog! Ja, ich bin's, Frau Wörner. Ich bin gekommen, um Sie nach Possenhofen zurückzuholen. Oh, Herzog. Mein Hans wird es gar nicht fassen können. Um Gottes Willen, eine Explosion in der Grube. Und Hans arbeitet unten in den Stollen. Mami, Mami! Toni, Schnuffel! Oh, kein Glück. Wir haben jetzt alles nach den beiden durchsucht. Ja, Sissi. Vom Keller bis zum Dachboden. Oh,
Aber Mama, ich kann nicht wegfahren ohne Schnuffel und ich muss Toni auf Wiedersehen sagen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Prinzessin. Prinzessin? Aber das bin ja ich. Ja, du, meine kleine Prinzessin. Du musst jetzt erwachsen werden. Deine Zukunft ist bei Franz. Ach, Mama, ich hab dich ja so lieb. Was soll ich denn bloß ohne dich anfangen? Marie? Konrad? Ludwig? Kommt her zu mir. Sissi, Sissi! Du vergisst uns doch nicht. Ich vergesse euch nicht, Marie, bestimmt nicht. Grete, Willibald, auf Wiedersehen zusammen. Höher! Wiederschauen, Fräulein Sissi. Auf Wiedersehen. Mal sehen, was es Neues gibt. Bergleute verschüttet in Schwarzenbach. Das klingt nach einer guten Gelegenheit für Franz, seinen zukünftigen Untertanen zu beweisen, wie sehr er sich um sie kümmert. Und während er weg ist, kann unsere Kaiserin dieser kleinen bayerischen Bäuerin ein paar Manieren beibringen. Fertig? Also dann, zieht! Ja, wo ist ihr noch? Der Turm! Die kommen so schießen, nicht nach das Männer! Da sind sie! Stopp! Weiß jemand was mit Hans Brauner? Meinem Mann ist... Weißt du, ob er noch... Oh, es sieht so aus, als wäre er mit seinen Männern im Südstollen eingeschlossen. Franz! Alles fertig, Karl. Alles bereit. Jetzt fehlt nur noch Sissi. Mutter hat im Sitzungszimmer sämtliche Minister versammelt. Du musst hinkommen, es ist dringend. Mutter sollte wissen, dass für mich nur eins dringend ist, nämlich Sissi wiederzusehen. Na schön, bin schon unterwegs. Was ist, Karl? Du siehst so zerknirscht aus. Mutter hat mich gebeten, mit unserer reizenden Helene durch Wien zu bummeln, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Und du hast eingewilligt? Weißt du, Mutter ist schlecht auf mich zu sprechen, seit ich Sissi auf deinen Verlobungsball gebracht habe. Also hatte ich die Wahl, entweder mit Helene durch Wien zu bummeln oder zur Armee in die hinterste Walachei verbannt zu werden. Bedauernswerter Karl. Ich wünsche dir viel Glück. Ein roter Teppich für diese Bäuerin? Dein Bruder ist übergeschnappt. Einfach lächerlich. Aber ich dachte, dir würde eine Abwechslung zum Alltag am Hof gefallen. Du solltest froh darüber sein. Eure Hoheit, denken Sie an all diese unglücklichen Frauen, die auf ihre Ehemänner warten. Und diese armen kleinen Kinder, die nach ihren unten im Bergwerk eingeschlossenen Vätern schreien. Es gibt niemand besser als Sie, um ihnen Trost zu spenden oder die Rettung zu organisieren. Die Menschen werden stolz auf Sie sein. Natürlich, aber Sissi wird jeden Augenblick eintreffen. Elisabeth, ich werde mich um das Mädchen kümmern. Aber... Du wolltest Selbstständigkeit und Verantwortung, Franz. Nun, ich gebe dir welche. Du wirst auf der Stelle von hier aufbrechen, um diesen armen Menschen in Schwarzenbach zur Seite zu stehen. Aber Mutter... Kein weiteres Wort. Alles fertig, Euer Hoheit, wir können abmarschieren. Sehr schön, Leutnant. Geben Sie Befehl. Abteilung, Marsch! Was wird Sissi nur denken, wenn ich nicht da bin? Schnell holen lässt, bedeutet das, wir heiraten bald. Meinst du nicht auch, Plappermaul? Oh, er hat seine Mutter wohl zur Einsicht gebracht. Ich hoffe bloß, ich komme gut mit dir aus.
Und wer weiß, vielleicht... Vielleicht komme ich ja auch mit Helene aus. Ihr zahlt besser, oder wir kommen wieder mit Soldaten und beschlagnahmen euer Vieh. Was ist denn da los? Ach nichts, Prinzessin. Nur eine Bande von aufsässigen Bauern, die die Straßen blockiert. Prinzessin, es wäre besser, Sie... Ich mach das schon, Leutnant. Ich kenne mich mit diesen Leuten aus. Nein, Prinzessin! Ihr kriegt keine Kreuze mehr von uns! Jawohl, Aristaner, würden uns unsere Kinder verhungern! Wir haben es satt, für die Hof-Berlin Schönbrunn zu fluten! Dafür können wir doch nichts, Leute! Guten Abend, mein Name ist Sissi. Ich bin die Verlobte von Kronprinz Franz, des zukünftigen Kaisers von Österreich. Und ich will versuchen, ihr Problem zu lösen. Prinzessin, eure Hoheit, was für eine Ehre. Ich versichere Ihnen, meine Herren, dass diese Leute zu arm sind, um noch mehr Steuern zu zahlen. Sie werden Ihnen doch nicht auch noch ihr bisschen Vieh wegnehmen wollen. Aber Prinzessin, wir... Befehl ist Befehl und er kommt von oben, von ganz oben. Er kommt direkt von der Kaiserin, ich weiß. Aber was würden Sie sagen, wenn ich Sie umstimmen könnte? Ich glaube nicht das. Wie will Sie denn die Kaiserin umstimmen? Eure Majestät, Sie wollten diesen Herren doch auch sagen, lasst diese armen Bauern in Frieden. Tyrannin, lasst diese armen Bauern in Frieden. In Frieden. Aber verständlich, lang lebe die Kaiserin Sophie. Heute kam vorbei. Hast du gesehen, Plappermaus? Politik macht man mit List und Tücke. Ich kann es kaum bis Schönbrunn erwarten, um Franz die ganze Geschichte zu erzählen. Rechts, Schwarzenbach. Geradeaus, Bayern und... Wenn ich einfach... Nein, hier entlang. Vielen Dank für den reizenden Nachmittag, Karl. Schießbuden, Holzpferde, Schiffsschaukeln und pappige Zuckerwatte. Was meinst du eigentlich, wie alt ich bin? 10 Jahre vielleicht? Nur eine 10-Jährige oder eine Landpomeranze wie Elisabeth würde sich bei so albernen Dingen amüsieren. Ich hoffe bloß, ich habe ihre Ankunft nicht verpasst, weil ich mich mit dir abgeben musste. Oh, was Hässlicheres hättest du nicht sagen können, Karl. Ich habe dich noch nie gemocht, noch nie. Ich vertraue Ihnen die Erziehung Elisabeths an, Gräfin Mathilde. Das ist eine große Ehre, Eure Majestät. Ja, und ich hoffe, Sie werden sich Ihrer als würdig erweisen. Ah, da kommt Karl. Karl, du brichst sofort auf und reitest zu deinem Bruder zum Bergwerk nach Schwarzenbach. Er braucht deine Hilfe. Franz ist in Schwarzenbach? Du hast es erraten, Karl. Ja, unserem Kronprinzen ist kein noch so großes Opfer zu viel. Er widmet sich hingebungsvoll seinem Volk, diesen bedauernswerten, in dunklen Stollen eingeschlossenen Arbeitern. Nein, wirklich, Mutter. Ich bin sicher, Franz möchte, dass ich hier bleibe. Wenigstens so lange, um Sissi hier zu begrüßen. Das wird Gräfin Mathilde übernehmen. Keine Widerworte mehr, geh packen. Worauf wartest du noch? Eure Majestät, lassen Sie mich Karl begleiten. Ich weiß, mich bei den Leuten dort ebenso nützlich zu machen. Ich kann diesen armen Frauen Trost zusprechen. Ich meine den Witwen und ihren Kindern. Ach, meine reizende Helene, was für ein reines und großzügiges Herz du hast. Einverstanden. Begleite Karl nach Schwarzenbach. Ich werde dich vermissen, Liebes. Oh, danke, Majestät. Hier. Also, wie ich schon sagte, keine Vertraulichkeiten mit der Prinzessin. Seien Sie streng mit ihr. Sie braucht das. Und am allerwichtigsten, das Protokoll. Bringen Sie ihr das Protokoll bei, Gräfin Mathilde. Das Protokoll. Willst du mir diesen plötzlichen Anfall von Nächstenliebe nicht erklären? Du wirklich? Ich bleib hier die ganze Zeit allein mit dieser schwitzenden kleinen Bäuerin? Wenn ich die Wahl habe zwischen eurer Sissi und den Bergleuten, ziehe ich die Bergleute noch immer vor. Franz! Das ist doch nicht möglich. Bist das wirklich du? Guten Abend, Herzog. Eigenartiger Platz für ein Wiedersehen, nicht? Verlieren Sie nicht den Mut. Das Notspital ist bald eingerichtet. Danke für die Hilfe. Wir können Sie dringend brauchen. Was machen Sie in Schwarzenbach? Ich kam hier, um die Brauners zurückzuholen. Doch dann geschah das Unglück. Und Hans Brauner ist noch immer unten eingeschlossen. Kommst du, Max? Wir gehen wieder runter. Franz, das ist Johann Schumpf. Aber er ist ein Kerl wie ein Baum. Ich erinnere mich an die Brauners. Ich gehe mit Ihnen runter, Herzog Max. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet, mein Junge. Und sag Max zu mir.
Wir duzen uns hier alle. Außerdem bist du doch mein zukünftiger Schwiegersohn, oder? Das würdet ihr brauchen, Prinz Franz. Da fahren sie. Und hier kommt sie. Wenn du hoffst, einmal die Gemahlin des zukünftigen Kaisers von Österreich zu werden, kleine Elisabeth, dann lernst du besser, dich richtig zu benehmen. Guten Abend, Prinzessin. Ich bin Gräfin Mathilde, Ihre Obersthofmeisterin. Sie müssen mich immer mit Gräfin ansprechen. Bitte folgen Sie mir. Tja, Plappermaul, ich glaube nicht, dass hier jeden Abend ein Ball stattfindet. Oh, Papas Präsent. Das habe ich ja ganz vergessen. Papa, Mama, meine Geschwister, Toni, mein kleiner Schnuffel, alle zu Hause. Oh, ich vermisse euch jetzt schon so sehr. Tja, Pucki, sieht aus, als wären wir da. Willkommen in Schönbrunn.